ganz viel Spaß bei Bitcoin oder mit Bitcoin. Bis gleich. Ja, hallo und herzlich willkommen bei einem weiteren Vortrag bei den Tux-Tagen. Mein Name ist Jean-Frédéric Vogelbacher und in diesem Vortrag möchte ich euch Bitcoin erklären. Ja, dieser Vortrag richtet sich an alle, ich sag mal, Einsteiger von Bitcoin, Leute, die auch vielleicht noch nie etwas von Bitcoin gehört haben. Und ja, soll eben in dieses Thema einführen, weil ich muss sagen, das Thema ist hochkomplex. In einer Stunde kann man gefühlt nichts erklären. Also schon gut was, aber ihr werdet danach wahrscheinlich Bitcoin noch nicht hundertprozentig durchstiegen haben. Aber ja, bleibt auf jeden Fall dran. Am Ende gibt es noch einen Ausblick, wo ihr dann noch weitere Info bekommen könnt. Und tatsächlich sollte jeden von uns dieses Thema interessieren, weil es mehr als vielleicht nur ein bisschen Casino-Geld ist. Also, ich würde sagen, starten wir einfach direkt damit, was wir heute machen wollen. Erstmal werde ich euch Bitcoin technisch etwas erklären. Dann gehen wir auf die Frage, inwieweit Bitcoin mit Gold vergleichbar ist. Dann erstmal allgemeine Bedenken und Mythen vielleicht so ein bisschen aufgeklärt. Danach die Chancen von Bitcoin. Aber dann auch ganz kurz, wie man Bitcoin handhaben kann, aber auch ein Ausblick, ja, wohin die Reise geht und wo ihr euch dann vielleicht noch ein bisschen besser, ich sag mal, informieren könnt. Ich würde sagen, starten wir direkt mit der technischen Betrachtung. Wir haben verschiedene Komponenten, die wir erstmal so ein bisschen für uns abspeichern müssen. Und das erste ist die Blockchain. Am Ende kann man sich die Blockchain wie ein riesiges Orderbuch vorstellen. Am Ende quasi eigentlich eine Datenbank, wo Transaktionen von verschiedenen Konten, ich sag mal, ja, genannt werden bzw. draufstehen. Tatsächlich das Besondere an dieser Datenbank ist, dass sie dezentral verwaltet wird, gespeichert wird und das komplett auf quasi allen Rechnern der Welt. Nicht alle, aber ich sag mal, viele Zehntausende Rechner ja, verwalten diese Blockchain, diese Datenbank und achten eben darauf, dass alles richtig geschieht quasi. Zu diesen Rechnern kommen wir später. Erstmal nur nochmal wieder diese Datenbank. Am Ende, ja, könnt ihr euch das wie eine riesige Tabelle vorstellen, die aber eben auf allen Rechnern gleichzeitig verfügbar ist oder auf allen Instanzen, auf allen, ich sag mal, Teilnehmern in diesem Netzwerk. Das heißt, jeder hat jede Info, was in Bitcoin in diesem Netzwerk geschehen ist, in dieser Datenbank abgeht. Und somit, ja, wenn das Ganze jeder hat und das Ganze komplett dezentral ist, dann ja, kann man da schwierig irgendwelche Einträge im Nachhinein löschen. Nicht nur deswegen, das wird noch mal ein bisschen komplizierter, aber eben, ja, es ist dezentral, keiner kann ja, diese Datenbank vor jemandem verstecken, beziehungsweise irgendetwas vorenthalten, die kann jeder einsehen und das komplett dezentral. Ja, tatsächlich hat aber diese riesige Datenbank, die dezentral verwaltet ist, natürlich einen großen Nachteil. Und zwar ist sie langsamer und ineffizienter als natürlich zentrale Pandors. Wenn natürlich jeder Rechner auf dieser Welt oder jeder Teilnehmer auf der Welt etwas, irgendwie eine neue Information oder sowas abspeichern will, ja, dann dauert das. Dann müssen die sich wieder synchronisieren und so weiter. Dann muss man schauen, dass noch alles nach richtigen Dingen läuft. Das heißt, am Ende kann man sagen, diese Blockchain am Ende, diese Datenbank ist insgesamt sehr langsam und ineffizient. Erscheint es jedenfalls auf den ersten Blick. Genau. Und warum heißt das jetzt Blockchain? Am Ende werden verschiedene Datenblöcke, also keine Ahnung, vielleicht immer 100 Zeilen, stellt euch das mal so bildlich vor, immer quasi aneinander gehangen. Einfach die ersten 100 Zeilen, dann die nächsten 100 Zeilen, dann die nächsten 100 Zeilen, so nach dem Motto. Aber in der ersten Zeile von jedem Block steht eine Info darüber, was in den 100 Zeilen davor steht. Das heißt, man hat verschiedene Blöcke, die aneinander gekettet werden, indem man einfach Informationen des zuvorigen Blocks in den nächsten Block eben reinschreibt. Dass man das dann schwierig, ich sag mal, irgendwo, ich sag mal, viele tausend Zeilen weiter oben etwas ändern kann, weil dann würde sich diese Information ändern. Ist vielleicht am Anfang etwas viel. Am Ende ist es wichtig, dass ihr euch merkt zu einer Blockchain, dass es einfach eine Datenbank ist, die dezentral verwaltet ist und in der es schwierig ist, im Nachhinein irgendwelche Informationen zu verändern.
würde sagen, lass uns einfach mal weitergehen. Wie sieht so eine Datenbank aus? Ja, das ist jetzt einfach mal so ein Datenbank-Dump von einem Block 1000 oder von dem Block 1000, nee, 125.552. Hier sehen wir verschiedene Transaktionen. Ganz einfach, es ist ein Orderbuch. Hey, ich habe von dieser Adresse oder es wurde von dieser Adresse zu bestimmten Adressen ein gewisser Betrag gesendet. Das sieht man da ganz gut. From Amount to Amount und so weiter. So könnte man sich das so ein bisschen vorstellen. Und genau so in der Richtung funktioniert das Ganze. So. Aber ja, wenn wir so eine Datenbank haben, natürlich toll, brauchen wir natürlich auch Teilnehmer in dem Netzwerk, ja, die erstens die Datenbank speichern und prüfen. Wenn eine Datenbank oder ein Datenblock fehlerhaft sein sollte, tut ein Teilnehmer in diesem Netzwerk diesen Block in der Regel nicht abspeichern und sagt sich, hey, da stimmt etwas nicht. Ich speichere dieses neue Kettenglied, diese 900 Zeilen, wie man es sich auch immer bildlich vorstellen will, nicht ab. Das heißt, am Ende verwalten diese Bitcoin-Nodes diese Datenbank, diese Rechner, beziehungsweise diesen Speicher und das funktioniert soweit eigentlich auch ganz gut. Nur eben durch dieses Dezentrale dauert das eben immer ein bisschen, bis sich alle synchronisieren, könnte man so ein bisschen sagen. Ja, nebenbei tut diese Bitcoin-Node, dieser Teilnehmer, auch seine gespeicherten Informationen über die gesamte Blockchain, über diese Datenbank an andere Rechner weitergeben. Ja, dass quasi auch neue Rechner da reinsteigen können. Und nebenbei kann die Bitcoin-Node, beziehungsweise dieser Teilnehmer, auch Transaktionen im Netzwerk tätigen. Ja, das ist eigentlich quasi so das zweite essentielle Glied oder in diesem Bitcoin-Netzwerk. Wir haben diese Datenbank, die das Wichtigste überhaupt ist. Dann aber natürlich auch Leute, die die Datenbank bedienen, beziehungsweise Rechner. Das ist diese Bitcoin-Node. So, und ja, ihr könnt euch sicher vorstellen, boah, jede Transaktion im Netzwerk hat das Ding abgespeichert, überprüft alles und so weiter. Das muss doch eine Menge Rechenpower kosten. Kostet es ja auch, ne? Hört man ja auch immer im Netz. Allerdings muss ich euch da erstmal etwas enttäuschen. Und zwar kann man so einen Teilnehmer auf so einem Rechner laufen lassen. Ja, wer das nicht kennt, das ist ein Raspberry Pi. Den habe ich auch hier neben mir stehen, der tatsächlich auch eine Bitcoin-Node ist, ein Bitcoin-Teilnehmer und einer von vielen, vielen kleinen Rechnern, die diese Datenbank verwalten. Das Schöne ist, also insgesamt die Datenbank ist momentan um die 400 GB groß, glaube ich, ganz ungefähr, ganz mal grob geschätzt. Muss ich mal draufschauen, wo wir gerade sind. Insgesamt ist es coole daran eben, dass man keine großen Hürden braucht, um an diesem Netzwerk selber teilzunehmen, um selber sicherzustellen, dass diese Datenbank erstmals gespeichert wird, aber auch kein Schindluder mit der Datenbank getrieben wird. Und je mehr Teilnehmer eben in diesem Netzwerk sind, ja genau, desto schwieriger wird es erstmal wirklich die Datenbank quasi wieder zu löschen, in Anführungszeichen. Ja, gut, aber irgendwo muss doch der Strom hingehen. Also vielleicht habt ihr ja schon was über Bitcoin gehört. Bitcoin ist manchmal sehr energiehungrig, aber die kleinen Dinger, die fressen ja gar nicht so viel Strom. Dafür haben wir noch einen dritten Teilnehmer im Netzwerk. Genau genommen, ja, ob's ein richtig dritter Punkt ist, weiß man nicht. Eigentlich ist es nur ein Bitcoin-Node, also ein ganz normaler Teilnehmer, wie wir ihn hier sehen, nur mit ein bisschen mehr Rechenpower. Und das sind die sogenannten Bitcoin-Miner. Und Bitcoin-Miner versuchen, neue Blöcke an die Blockchain zu hängen. So, ja, was bedeutet das? Wir haben ja unsere Blockchain, unsere Datenbank und an die will man natürlich neue Zeilen hängen quasi, dass man weiß, okay, gut, wer sendet jetzt wem irgendwie Bitcoins? Und ja, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. Das ist ein sehr kryptografisches Thema, wo man sehr, 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 sehr tief einsteigen kann. Stellt euch am Ende vor oder stellt euch erstmal zur Verbildlichung vor, dass jemand versucht, ein Puzzleteil an ein weiteres Puzzleteil zu hängen, aber nicht weiß, wie diese kleine Noppe aussieht. Ne? Ob sie rund ist, ob sie ein bisschen eckig ist oder was sie für eine Form hat. So ein bisschen kann man sich das vorstellen. Man weiß nicht, wie man das, ich sag mal, formen muss. Man muss es wirklich dann am Ende durch stupides Ausprobieren eben rausfinden. Das hat sehr, sehr viel mit Kryptographie zu tun. Man kann sehr, sehr, sehr einfach prüfen, ob eben ein Datenbanksatz zu einem nächsten
passt, ob das soweit richtig ist. Das können auch diese kleinen Rechner checken, aber so etwas neu auszurechnen, in Anführungszeichen, das dauert sehr, sehr lange, beziehungsweise benötigt erstmal Arbeitskraft, erstmal Energie. Ja? Und das macht der Miner. Der steckt eben Energie in dieses Netzwerk, beziehungsweise Energie dahin, dass man einen neuen Block an diese Blockchain hängen kann, an diese Datenbank eben weitere Zeilen hinzufügen kann. So, am Ende erhält der Miner als Belohnung momentan erstmal Transaktionskosten und den Block Reward. Das heißt, dass der Miner diese Energie aufwendet, ja, will er natürlich auch was dafür haben. Kostenlos ist nichts auf der Welt, jedenfalls die meisten Sachen nicht. Ist vielleicht mit Linux gerade ein schwieriges Beispiel, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ne? Energie kostet Geld, ja? Niemand schenkt seinen Strom so her und somit wollen die auch was verdienen. Und das sind dann die Transaktionskosten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie, keine Ahnung, irgendeinem Kollegen oder meinem Freund etwas schicken will, dann sende ich dem beispielsweise ein Bitcoin oder beziehungsweise will dem Bitcoin bezahlen, ein Bitcoin beispielsweise, und muss dafür dann vielleicht ein bisschen was von diesem Betrag an den Bitcoin-Miner abdrücken, dass beispielsweise dann der Freund 0,95 Bitcoin bekommt und der Bitcoin-Miner 0,05 Bitcoin. Ja, die Zahlen sind komplett unrealistisch gerade. Also einfach nur so zur Verständigung. Das heißt, dass ein Miner quasi für dich deine Order in diese Datenbank schreibt, er verlangt da halt eben ein bisschen was. Dann sind die Transaktionskosten und dann gibt es noch den sogenannten Block Reward. Den gibt es nicht immer, den gibt es momentan noch und man hat sich darauf verständigt, dass jeder Block, der momentan neu gefunden wird und an diese Blockkette angehängt werden kann, bekommt der Miner einfach so, am Anfang waren es 50 Bitcoin. Ja. Momentan sind es, glaube ich, 6,25 oder 12,5 Bitcoins. Ich weiß es gar nicht. Oder vielleicht sogar schon weniger, weiß ich nicht. Jedenfalls, man bekommt einen gewissen Betrag an Bitcoins quasi einfach gut geschrieben dafür, dass man den Block quasi anhängt. Quasi so ein bisschen als Dankeschön. Darum wird es später wichtiger gehen, um über diesen Block Reward so ein kleines Goodie nochmal zusätzlich zu den Transaktionskosten. Ja, und diesen neuen Block, den der Bitcoin-Miner berechnet hat, den schickt er an andere Teilnehmer in dem Netzwerk. Eben an diese kleinen Dinger, die dann halt eben die Arbeit des Miners überprüfen. Wir erinnern uns, man kann die Blockchain, die Datenbank sehr, sehr, sehr leicht verifizieren, auch neue Blöcke sehr, sehr leicht verifizieren. Durch das Rechnen einer ganz, ganz einfachen Rechenaufgabe. Aber das, ich sag mal, Finden eines validen Blocks am Ende, kostet sehr, sehr, sehr viel Arbeit. Ja, das sind diese drei Elemente, die erstmal dafür wichtig sind, dass insgesamt so unser Bitcoin-Netzwerk funktioniert. Mal so ein kleines Bild von so einem Bitcoin-Miner. Ich glaube, das trifft es ganz gut. Also ihr seht, das ist dann tatsächlich schon ein bisschen was. Sind riesige, riesige Rechnerfarmen, die ja halt eben massig an Strom verbrauchen und eben nur eine stupide Aufgabe haben, einen neuen Block eben zu finden, um diesen dann an die Datenbank anzuhängen, beziehungsweise dann darüber alle anderen Teilnehmer in diesem Netzwerk zu informieren. Ja, gut, dann haben wir vielleicht nochmal ein weiteres Element, ja, so eine Geldbörse quasi, eine Wallet. Wichtig, ganz, ganz wichtig, ihr habt nirgendwo eine Geldbörse irgendwie darauf liegen oder sowas. Nein, das gibt es nicht. Eigentlich umschreibt eine Geldbörse nur ein Schlüsselpaar am Ende, beziehungsweise ist das Ganze eine Umschreibung für ein Schlüsselpaar. Quasi ein, wenn man will, ein öffentlicher Schlüssel, das ist deine Bitcoin-Adresse. Das könnte man so ein bisschen wie mit einer E-Mail-Adresse vergleichen. Und dann eben einen privaten Schlüssel, das könnte man so ein bisschen wie das Passwort zur E-Mail-Adresse vergleichen. Ja, ganz, ganz simpel gesagt. Ja, die E-Mail-Adresse, die kann jeder wissen, mit der will ich E-Mails verschicken und so weiter. Aber damit ich E-Mails verschicken kann, brauche ich eben ein Passwort und das will ich nicht jedem geben. Also in der Hinsicht funktioniert das tatsächlich nicht mit E-Mail-Adresse und Passwort, sondern mit Schlüsseln, die man generiert, die man generiert. Diesen öffentlichen Schlüssel, den kann jeder sehen. Da steht wie bei der E-Mail-Adresse dann in dieser Datenbank, in der Blockchain, hey, diese öffentliche Adresse hat an die andere öffentliche Adresse so und so viel Bitcoin geschickt. Ja, und damit man das machen kann, braucht man einen privaten Schlüssel.
Das ist vielleicht nochmal zum Verständnis. So ein privater Schlüssel, der häufig aus 12 bis 24 Wörtern gebildet wird, oder auch auf ganz andere verschiedene Weisen. Wer diesen Schlüssel besitzt, der kann halt eben die Bitcoins, die dem öffentlichen Schlüssel zugewiesen sind. Irgendwo in der Datenbank muss stehen, hey, okay, dieser öffentliche Schlüssel hat jetzt beispielsweise 5 Bitcoin irgendwie da erhalten. Und dann sage ich, keine Ahnung, 3 Jahre später, hey, ich möchte von dieser öffentlichen Adresse, die damals ja, ne, irgendwie 3 Bitcoins erhalten hat oder 5 Bitcoins erhalten hat, irgendwie 3 Bitcoins weitersenden an die andere öffentliche Adresse oder an irgendeine andere öffentliche Adresse. Und da muss man dann, das kann ja quasi erstmal jeder sagen, so, hey, der will dahin was schicken. Das ist ja alles relativ anonym auf der Ebene. Aber ja, dann muss man sich natürlich auch noch ausgeben, verifizieren, dass man auch wirklich dahinter ist, hinter dieser öffentlichen Adresse. Und das kann man, indem man mit dem privaten Schlüssel, mit dieser privaten Adresse, ja, nennen wir es lieber Schlüssel, unterschreibt. Das ist auch wieder Kryptographie. Ja? Vielleicht sagt jemandem digitale Unterschrift was. So in der Hinsicht funktioniert das. Ja? Also man unterschreibt quasi wie auf einem Vertrag am Ende, hey, ich möchte von dieser Adresse auf diese etwas überweisen. Natürlich alles sehr sinnbildlich beschrieben. Das alles ist eigentlich Kryptographie. Und ja, wenn man da jetzt nicht direkt drin ist, dann ja, könnte man sich das, glaube ich, erstmal so gar nicht vorstellen. Aber ich glaube, ich hoffe, ihr habt so einen kleinen Einblick erhalten, wie das denn überhaupt funktioniert mit so einer Wallet, wie das funktioniert im Bitcoin-Netzwerk und dass man ja halt eben ja, Bitcoins hin und her schicken kann. Mit dem privaten Schlüssel eben. So, ja, wie sieht so eine Wallet aus? Ich habe es ja schon ein bisschen von weggenommen. Es ist nicht eine Geldbörse, es ist sowas in der Hinsicht. Ja, wir haben einmal eine öffentliche Bitcoin-Adresse, das ist das links hier drüben. Ja, das ist am Ende diese Zahl hier, ja, oder dieser Code hier, der steht auch in diesem QR-Code drin. Und dann haben wir noch einen privaten Schlüssel, der ist tatsächlich auch deutlich länger. Der ist auch viel, viel komplizierter, weil er eben auch länger ist. Und genau, ist in diesem QR-Code gespeichert. Ja, wie bekommt man jetzt so einen Schlüssel? Ja, gibt es da irgendeine Behörde, wie irgendwie dein E-Mail-Provider, wo du dann, keine Ahnung, deine Bitcoin-Adresse und einen privaten Schlüssel bekommst? Nee, den kann man sich selber generieren. Und was man dafür braucht, ist einfach nur Zufall. Und ja, Zufall zu generieren in der elektronischen Welt ist tatsächlich auch gar nicht so einfach erstmal, weil ja, jeder Rechner funktioniert erstmal so gleich. Ne? Man versucht so Pseudo-Zufall zu machen, zu generieren. Aber die Schwierigkeit bei einem guten privaten Schlüssel ist eben, dass man guten Zufall quasi hat. Weil tatsächlich, ja, denkt ihr euch, ja gut, wenn sich ja jeder so einen Schlüssel generieren kann, dann habe ich ja vielleicht mal die Chance, dass sich jemand aus Versehen genau den gleichen Schlüssel hier generiert, genau dieses gleiche Schlüsselpaar. Tatsächlich gibt es mehr Schlüsselkombinationen, als es Atome in unserem Sonnensystem oder auf der Erde gibt. Irgend sowas in der Hinsicht. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit richtigem Zufall eine gleiche Adresse generiert, ein gleiches Schlüsselpaar generiert, die ist quasi null, kann man sagen. Also du kannst dein Leben lang nichts anderes machen, als irgendwelche Adressen zu generieren, wenn du daran denkst, wie viele Atome es auf der Erde gibt. Und ja, dann könnt ihr euch vorstellen, ja, einmal exakt nochmal den zweiten gleichen Atom, das zweite gleiche Atom zu treffen, ist sehr, 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 sehr unwahrscheinlich. Also kann man wirklich gleich null setzen. So, ja, so funktioniert das ungefähr. Und ich hoffe, ihr habt ein bisschen wenigstens in die technische Betrachtung geblickt. Wichtig ist, dass man eben so eine Blockchain hat, so eine Datenbank, aus der man dann quasi, mit der man dann eben arbeiten kann und eben sagen kann, hey, ich möchte von der Adresse auf die Adresse etwas überweisen. Und das muss ich eben durch mein Schlüsselpaar hier verifizieren am Ende. Ja, ich hoffe, ihr habt es so ein bisschen verstanden. Wenn ihr das erstmal nicht verstanden habt, ist es okay. Jetzt gehen wir nicht noch weiter in die technische Betrachtung rein. Jetzt gehen wir erstmal so, ja, warum eigentlich Bitcoin, beziehungsweise was stellt Bitcoin eigentlich dar? Aber so eine Datenbank zu kreieren, wo man irgendein Spielgeld erfindet, was jemand da oder dahin überweist, das ja, kann quasi jeder. Ne? Und deswegen, ja, was macht Bitcoin eigentlich so besonders, beziehungsweise vergleichen wir das Ganze erstmal mit Gold, weil tatsächlich hat Bitcoin wirtschaftlich gesehen viele Parallelen zu Gold.
ist es natürlich kein Gold, ne? Du kannst es nicht anfassen. Die erste Eigenschaft von Gold ist eben, ich hoffe, das stimmt mir jeder überein momentan, dass wir eine reelle, begrenzte Menge von Gold haben. Ja, man kann nicht mit einem Fingerschnipp 5000 Goldbarren erschaffen, das geht nicht. Um Gold zu schürfen, um neues Gold zu gewinnen in Minen oder so, muss man viel Energie, muss man viel Arbeit aufwenden, ja? Um quasi, ich sag mal, einen neuen Goldring oder sowas dann am Ende herzustellen. Also das auch natürlich, aber auch erstmal die Materialien dafür zu bekommen und so, ne? Das kann nicht jeder, ne? Weil sonst würde ja jeder einen Goldring tragen, so nach dem Motto. Und alleine dadurch, dass wir eine reelle, begrenzte Menge haben, hat Gold oder ist Gold ein sehr bedeutender Wertspeicher, ne? Weil es eben nicht jeder haben kann, weil man schon viel Arbeit reinstecken muss, um so etwas zu bekommen. Also am Ende quasi einen Wert für einen hat. Ja? Man lässt es ja nicht auf der Straße rumliegen. So, und kommen wir mal zu Bitcoin. Ja? Die Menge von Bitcoin ist tatsächlich mathematisch begrenzt. Ja, da wird jetzt jeder erstmal sagen, der das jetzt erstmal gar nicht so gut kennt, ja, warum? Ich kann doch mit einem Fingerschnipp hier 5000 neue Bitcoin erschaffen. Ich kann das ja einfach in diese komische Datenbank da schreiben und dann weiß es jeder und dann passt es soweit. Das Blöde ist, natürlich kann man das erstmal da reinschreiben, aber man spielt natürlich nach gewissen Regeln. Und man hat sich darauf verständigt, neue Bitcoins zu schürfen, nur indem man quasi einen neuen Block findet und dann bekommt man einen gewissen Block Reward. Das war, wo war das? Hier beim Bitcoin Miner, glaube ich, genau hier. Miner hält als Belohnung einmal die Transaktionskosten und einen Block Reward. Und eben dadurch kommen neue Bitcoins in den Umlauf quasi und auch nur dadurch. Und da hat man sich verständigt. Und wer überprüft das? Das überprüfen die kleinen Rechner hier. Und von denen gibt es Zehntausende, weil jeder kostengünstig so etwas betreiben kann. Das heißt, ja, wir haben tatsächlich selber als Teilnehmer ja, die Macht darüber zu entscheiden, hey, wer spielt nach den Spielregeln, wer spielt nicht nach den Spielregeln. Und in der Hinsicht, ja, kann man das nicht einfach so. Von daher, ja, hat man sich auf dieses Protokoll geeinigt, auf diese Regeln geeinigt. Das steht überall geschrieben quasi in diesen Bitcoin-Teilnehmern. Das würde nicht gehen, dass man einfach, dass irgendjemand sagt, ja, ich habe so und so viel Bitcoin. Dann würde jeder das überprüfen und sagen, hey, das stimmt doch nicht. Woher kommen die denn? Ja, so nach dem Motto. Genau, das ist jedenfalls wichtig hier in der Hinsicht. Bitcoin ist am Ende begrenzt. Ja? Und Gold war ja eben auch begrenzt. Ebenfalls, um Bitcoin zu schürfen, muss viel Energie aufgewandt werden. Ja, das ist bei Gold ja eben genauso, ne? Eben mit der Mine. Und bei Bitcoin haben wir halt eben diese riesen Rechnerfarmen, die eben auch Energie schlucken ohne Ende. Zu dem Thema kommen wir auch nochmal später auf jeden Fall. Ja, außerdem die Gesamtmenge und Verteilung, nochmal ein paar Sachen, die vielleicht euch dann nochmal so ein bisschen das Ganze verstehen lassen, ist, dass die Menge und die Verteilung von Bitcoin komplett bekannt ist. Es gibt keine unbekannte Menge von Bitcoin. Es gibt auch keine unbekannte Verteilung, weil halt eben diese Datenbank hier, die wir hier haben, die kann jeder einsehen, die kann jeder mit so einem Gerät einsehen. Von daher ist alles öffentlich quasi. Ne? Natürlich stehen nur solche Adressen da, aber man kann dann, weil man eben nur mit solchen Adressen überweisen kann, dann halt eben ganz genau sehen, hey, hat diese Adresse wirklich diese Bitcoins und kann sie das, ich sag mal, verschicken. Ja, außerdem ist Bitcoin somit fälschungssicher. Ja, haben wir ja schon da oben so ein bisschen angesprochen. Du kannst nicht einfach Bitcoins erfinden und sagen, ja, ich überweise da mal was. Und dann würde nämlich jeder sagen, weil jeder Teilnehmer die komplette Historie hat, wie die Bitcoins gewandert sind, kann man nicht einfach sagen, ja, ich habe jetzt hier, zack, irgendwas erschaffen und will jetzt 50 Bitcoin an den senden. Würde jeder sagen, nö, woher? Genau, tatsächlich ist ein Bitcoin als Vorteil vielleicht sogar zu Gold auch nahezu beliebig unterteilbar. Ja, wir haben 1 Euro momentan, entsprechend momentan 1800 Satoshi. Ja, wichtig zu sagen, hier ist vielleicht, dass Bitcoins unterteilt werden können. Ja, ein Bitcoin entspricht momentan, glaube ich, um die, ich schaue mal nach, 53.000 Euro oder sowas zur Aufnahme. Was haben wir? Genau, 53.000 Euro ungefähr. Ja, die Sache ist, klar, keiner kann sich erstmal einen ganzen Bitcoin leisten oder wenige und man kann damit auch gerne, auf jeden Fall auch nicht seinen Salat an der Supermarktkasse bezahlen, ja, mit so einem Bitcoin. Man kann sowas unterteilen und zwar sowas, wie wir bei Euro und Cent haben, haben wir eben bei Bitcoin und Satoshi. Ja? Nicht, dass ein Cent
quasi 100 Cent sind ein Euro, haben wir es nicht bei Bitcoin, dass wir 100 Satoshis ein Bitcoin haben, sondern ich glaube 100.000 Satoshi ergeben ein Bitcoin. Das heißt, man kann das schon viel, viel feiner unterteilen und ja, zwar entsprechend mal 1 Euro, dann 1.800 Satoshi ungefähr, ganz, ganz ungefähr momentan. Ja, von daher kann man die Bitcoins auch unterteilen. Und das ist ein Vorteil zu Gold. Du kannst deine Goldmünze ja schwierig unterteilen im Alltag. Ja. Und fälschungssicher ist Gold auch nicht. Ja, schaut euch den Betrug im Internet an mit falschen Goldmünzen. Und die Gesamtmenge und Verteilung von Gold ist ebenfalls nicht ganz bekannt. Ja. Uns sagen zwar verschiedene Institutionen, sie haben so und so viel Gold als Wertspeicher. Können wir das überprüfen? Ja, bei Bitcoin könnten wir das. So, und innerhalb kurzer Zeit ist Bitcoin weltweit versendbar. Ja, wenn man irgendwo Internet hat und natürlich ein bisschen Strom, kann man auf dieses Bitcoin-Netzwerk zugreifen beziehungsweise im Bitcoin-Netzwerk teilnehmen und sagen, hey gut, ich möchte jetzt von hier, von mir nach Japan irgendwie, keine Ahnung, 10 Euro schicken und das bitte jetzt direkt. Ja? Weil momentan mit unserem SWIFT-System dauert das 1-2 Tage sogar teilweise. Bei Bitcoin dauert es sehr, sehr wenig, also um die, sagen wir mal, zwischen 10 Minuten und einer Stunde, würde ich mal sagen. Ne? Es gibt tatsächlich auch nochmal Konzepte, wo das viel, viel schneller geht. Das wäre aber viel, viel zu viel für diesen Vortrag. Jedenfalls kann man das ohne Probleme innerhalb kürzester Zeit versenden. Das ist sehr, sehr gut. So, ja, das wäre es erstmal so ein bisschen zu Gold. Ja. Wichtig, klar, ich glaube, da kommen wir sowieso auch nochmal gleich. Kommen wir zu einem allgemeinen Bedenken. Ich hoffe, ich habe das da nochmal gleich aufgelistet mit dem Bedenken, was euch vielleicht alle sagt oder was euch allen was sagt. Das haben wir ja schon mal vorhin besprochen. Bitcoin ist doch wertlos. Da hat man doch nichts in der Hand. Ja, bei einer Goldmünze, da hast du Gold in der Hand, kannst es in den Tresor legen. Nach 10.000 Jahren liegt es da immer noch im Tresor, solange es den Tresor noch gibt. Und dann kannst du immer noch mit deiner Goldmünze was machen, so nach dem Motto. Ja, bei Bitcoin ist es schwierig. Du hast ja keine Münze, du hast ja nichts. Das Einzige, was du hast, ist eben das hier. Und dahinter könnten Milliarden Euro stecken, ja? Hinter so einem Blatt Papier, man muss es ja nicht auf ein Blatt Papier drucken, man kann es nur gespeichert haben oder sowas, aber wenn man so etwas hat, könnte man theoretisch Milliarden mit sowas besitzen. Ist doch crazy, oder? ja, das ist am Anfang erstmal schwierig zu verstehen. Natürlich haben wir selber, können wir ja kein Bitcoin anfassen, das geht nicht. Wir haben nur diese Information in dieser Datenbank, dass eben dieser Adresse ein gewisser Wert zusteht. Das geht jedem so. Aber eben dadurch, dass alle Teilnehmer dieser Datenbank vertrauen und weil diese Datenbank so fälschungssicher ist, ist das, vertrauen wir eben in der Hinsicht diesem System und sagen, also die Teilnehmer erstmal, ne, und sagen, hey, das, ich habe da die Regeln studiert und dies und jenes und ich kann es ja selber nachvollziehen, wie die Blockchain bis jetzt gelaufen ist und diese Datenbank, die wird ja stetig erweitert, weil natürlich Leute was überweisen. Und deswegen, ja, sagt man, okay, gut, diese Datenbank ist was, worauf man sich verlassen kann. Ja, und dann kann ich mich auch noch in 50 Jahren darauf verlassen, dass solange diese Datenbank keinen Müll baut, meine Bitcoins dann noch da sind und halt ich eben noch diesen Key habe. Und sich das keiner erstmal anders gestohlen hat. Wenn er nämlich theoretisch das halt bekommt, wer dieses bei dem Schlüsselpaar hat, der kann wie bei einer E-Mail und Passwort quasi das Geld dann quasi leerräumen in der Hinsicht. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass der private Schlüssel auch privat bleibt. Ja, so ein bisschen, erstmal so ein bisschen, ja. Gut, warum kaufen wir Goldmünzen? Für uns persönlich sind die ja doch nahezu wertlos. Ja? Wir können nicht mal zum Supermarkt da hingehen und damit bezahlen. Ja? Weil, ich tausche mal einen Salat gegen eine Goldmünze oder sowas in der Hinsicht. Nicht mal das geht. Natürlich, je nachdem, wie einem das wert ist, hat man was in der Hand, man kann vielleicht 100.000 so Salate von einer Goldmünze bezahlen, na, oder Silber gibt es ja auch noch und so weiter, aber bleiben wir mal bei Gold. Aber ansonsten, für uns selber hat Gold sonst keinen Wert. Ja, wir können nichts damit groß bauen selber, wir können Gold nicht essen, aber trotzdem lagern wir Gold, weil wir einfach wissen, hey, das ist was wert, dafür bekomme ich etwas, da habe ich was in der Hand, so in der Hinsicht. Ich verlasse mich darauf, dass der Wert in 1000 Jahren oder von mir aus auch 10 Jahren nur, dass immer noch jemand dieses Gold haben will, ne? Weil eben Gold selten ist, weil Gold begrenzt ist. Man kann es nicht mit einem Fingerschnipp erschaffen. Und das ist bei Bitcoin genauso. Ja?
Gold kann man nicht erschaffen, Bitcoin kann man nicht mit einem Fingerschnipp erschaffen, man kann Bitcoin sogar nicht mal fälschen. In der Hinsicht ist Bitcoin sogar das bessere Gold. Es ist schwierig, das erstmal zu glauben und erstmal, also, ja, das muss jeder für sich glauben, ne? Für jeden hat Bitcoin eben nur der Wert, den er bereit ist zu bezahlen dafür, ihn zu erwerben, so nach dem Motto. Ja, wichtig bei Bitcoin ist halt eben auch noch, dass Bitcoin ganz, ganz viele solche Teilnehmer nutzen. Ne? Also viele Teilnehmer haben sich ja eben darauf geeinigt, dieses System zu nutzen, auch nach diesen Regeln zu spielen. Und jeder, der nach diesen Regeln mitspielen kann, der oder mitspielen will, der kann da auch mitspielen. Und in der Hinsicht, ja, steht hinter Bitcoin vielleicht nicht unbedingt das, was wir sonst normalerweise kennen, irgendwie, ja, keine Ahnung, eine Münze oder sowas, sondern halt eben nur das Wissen, dass irgendjemand ziemlich viel Arbeit und Energie geschaffen hat oder ich sag mal investiert hat, diesen Bitcoin zu schürfen am Ende, zu finden quasi. Ja, wie so ein Gold, ja, wie Gold. Ja, weil wir wissen ganz genau, okay, der hat nicht mit einem Fingerschnipp 5000 Bitcoins erschaffen, der hat da viel Arbeit rein investiert, genauso wie eben mit Gold. Und das ist eben so die Sache. Ja, man hat erstmal nichts in der Hand. Klar, man ist erstmal auf das Internet beschränkt und so weiter. Ja, wenn es kein Internet gibt, ist es mit Bitcoin ein bisschen schwieriger. Es geht theoretisch, aber es ist natürlich schwieriger. Und natürlich, da hat dann jemand schon ein bisschen, ich sag mal, vielleicht Bedenken, ne? Hey, wenn jetzt irgendwie das Internet nicht mehr geht und so weiter, dann wird Bitcoin da auf jeden Fall schon etwas Schaden von erleiden. Natürlich, ganz klar. Aber ansonsten wird Bitcoin weiter wie ein Uhrwerk laufen. Und das tut es schon seit, ich sag mal, ja, 12 Jahren, 13 Jahren, sowas in der Richtung. Und es gab noch nie einen Fehler in diesem Netzwerk selber. Und das ist wichtig so. Wenn es einen Fehler gäbe, dann ja, könnte man diesem System nicht mehr trauen. Den gibt es bis jetzt aber noch nicht. Und mittlerweile haben wir so einen Wert hinter Bitcoin, so eine Marktkapitalisierung, dass sich das auf jeden Fall für den Angreifer gelohnt hätte. Ja, das rauszuholen, diese Bitcoin-Blockchain, ich sag mal, zu trügen. Aber das hat bis jetzt noch keiner geschafft. Also ist es in der Hinsicht momentan, wo wir hier gerade sitzen, auf jeden Fall sicher. Und ich gehe ganz stark davon aus, weil, ne, wenn man sich dann länger beschäftigt und wirklich das Technische selber versteht, warum das eben so sicher ist, warum das so funktioniert, wer das wirklich verstanden hat, der wird sagen oder wird sehen, es gibt reell keine richtigen Angriffsmöglichkeiten. Vielleicht kommen wir nochmal dazu später. So, Bitcoin ist nur Lug und Betrug. Ja, man hört doch die ganze Zeit von Bitcoin-Scams, denkt ihr euch die ganze Zeit. Ja, da wurde was gehackt und der und dies und jenes hat das verloren und boah, tausende Nutzer haben ihr Geld verloren und so weiter. Ja, das stimmt tatsächlich. Aber die Frage ist, an welchem Bereich von Bitcoin? Das Bitcoin-Netzwerk selber, diese Blockchain, diese Datenbank, die ich euch vorhin erklärt habe, die läuft seit Jahren, seit ja, Jahrzehnten, na, Jahrzehnten noch nicht, ne? Es gibt ja erst 12, 13 Jahre, läuft das stabil. Gab es nie einen Fehler, gab es nie einen Ausfall oder sowas. Es geht ja nicht, weil ja tausende Rechner und tausende solche kleinen Raspberry Pis quasi, ja, kann man sich halt eben so vorstellen, ja, in diesem Netzwerk sind und dieses Netzwerk zum Laufen halten. Ja? Und von daher, das Bitcoin-Netzwerk selber wurde noch nie getäuscht und ist momentan durch unseren heutigen Kenntnisstand auf Mathematik und ja, ist eigentlich Mathematik und Kryptographie auf jeden Fall fälschungssicher. So, ja, genau. Und ja, die Frage ist, wo waren das jetzt? Und am Ende war das an irgendwelchen Bitcoin-Dienstleistern. Also beispielsweise, wo man Bitcoins kaufen könnte, Bitcoin-Börsen, ja, wo man Bitcoins handeln konnte. Da haben sich manchmal Betreiber aus dem Staub gemacht und sind natürlich mit den Bitcoins quasi abgehauen. Ja? Und ja, solche Bitcoin-Börsen können selber gehackt werden oder die Betreiber können sich mit den Bitcoins aus dem Staub machen, wenn sie sagen, hey gut, boah, wir haben jetzt so einen Betrag hier. Was ist, wenn wir einfach ja, mit dem Bitcoin quasi abhauen? Ja, und wie passiert das? Die Sache ist, diese Bitcoin-Börsen haben am Ende ja nichts anderes als sowas in der Art. Ja? Einen öffentlichen Schlüssel, den kann jeder einsehen. Da kann man sehen, beispielsweise diese Bitcoin-Börse hat, keine Ahnung, 500 Bitcoins oder sowas oder 1500 Bitcoins. Und ja, den Secret-Schlüssel, den rechten hier, den hat in der Regel nur die Bitcoin-Börse. Jetzt, wenn den jemand stiehlt, ja, oder wenn den jemand sieht, du musst ihn natürlich nur sehen, kannst es ja kopieren quasi, dann könntest du mit dem hier, mit den gesamten Bitcoins abhauen. Und das ist das Schwierige bei Bitcoin, die beiden auseinanderzuhalten in der Hinsicht, beziehungsweise diesem nie jemandem zu zeigen. Und das ist quasi so die Schwachstelle von
Bitcoin oder einer Bitcoin-Börse oder einer Bitcoin-Wallet, besser gesagt, ja. Wenn irgendjemand das hier hat, kann er ganz schnell eine Überweisung von hier auf irgendeine andere neue Wallet, ich sag mal, tätigen, wo er dann nur den Secret-Schlüssel kennt, und dann ist das am Ende wertlos, wenn da alles nichts mehr drauf ist. Rückgängig kannst du nichts machen in dieser Datenbank. Ja, und das ist eben schon ein paar Mal vorgekommen, und das ist so die Sache. Da gibt es deswegen den Spruch, not your key, not your coins. Ja, du musst unbedingt selber auf deinen Schlüssel aufpassen, und du musst überhaupt so einen Schlüssel selber haben. Wenn du keinen Schlüssel hast und dich nur mit irgendwie E-Mail-Adresse und Passwort bei irgendeiner App anmeldest und jetzt Bitcoin tradest und da Bitcoin hältst, dann sind es am Ende nicht unbedingt deine Bitcoins. Ja, du kannst sie nicht geltend machen, du kannst natürlich sie dann verkaufen und dann wieder Euro oder sowas bekommen oder so, aber wenn die Bitcoin-Börse bis dahin gehackt wird oder dein Dienstleister oder ja, der Dienstleister sich selber aus dem Staub macht, dann bist du ziemlich ja, aufgeschmissen. Ja? Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, wer das mit Bitcoin sehr, sehr ernst nimmt und wirklich ein Vermögen vielleicht sogar auf Bitcoins halten will, der sollte entweder seinem Dienstleister sehr, sehr gut vertrauen, ja? Der ist quasi, ich sag mal, dein, ich sag mal, ja, wenn dem irgendwas geschieht oder wenn ja, er dir irgendwas will, dann ja, sind deine Coins weg. Von daher am besten sogar einfach selber deine eigene Bank sein. Und das ist das Coole. Ne? Mit so einem kleinen Ding kannst du ein Teil sein und quasi deine eigene Bank machen. Aufmachen tatsächlich. Und das ist das Coole an diesem Netzwerk. Ja, Bitcoin könnte doch jederzeit verboten werden. Das ist auch ganz, ganz, ganz groß häufig meine Medien. Boah, China hat Bitcoin verboten, Indien hat Bitcoin verboten, Türkei hat Bitcoin verboten, Nigeria, der Iran und so weiter. Ne? Alles Mögliche. Ja, tatsächlich, was ich jetzt, ich muss sagen, ich beschäftige mich jetzt 2 Jahre mit Bitcoin. Tatsächlich war jedes Verbot, was ich in dieser Zeit mitbekommen habe, bis jetzt nur temporär, ja, nach heutiger Sicht. Ja. China hat schon 5000 Mal nicht, aber schon mehrmals gesagt, hey, wir verbieten jetzt Kryptowährung, wir verbieten jetzt das Ganze, wir erlauben das nicht mal. Momentan sind sie da wieder, aber momentan tun sie auch wieder eine Umfrage tatsächlich in der Bevölkerung durchführen, kein Witz, wo sie dann auch unter anderem fragen, hey, soll Bitcoin wieder erlaubt werden, so in der Hinsicht. Tatsächlich ist sich China dann anscheinend dann doch nicht ganz so sicher. Ja. Indien hat das auch ganz, ganz, ganz groß angekündigt, dass sie sich gegen Bitcoin und den ganzen Sachen verschließen. Sind da jetzt zurückgerudert, genauso wie Nigeria, als auch der Iran. Der setzt sogar jetzt momentan mittlerweile auf Bitcoin, der investiert in Bitcoin, weil sie aus dem SWIFT-System rausgeflogen sind. Und bei Bitcoin haben wir tatsächlich ein zensurresistentes Netzwerk, da kann man keine ausschließen. Ich denke, das könnte uns, ich sag mal, Linux-Leuten ganz gut oder freie Software-Leuten, je nachdem, auch ganz gut gefallen. Ja, strategisch wäre das für ein Land meiner Ansicht nach auch gar nicht gut, wenn du Bitcoin verbieten würdest. Bitcoin ist ein dezentrales, habe ich ja schon gesagt, ja, ich muss das nicht nochmal wiederholen. Die Frage ist natürlich, momentan sind die meisten Währungen oder sind viele Sachen mit dem US-Dollar gedeckt. Aber die Frage ist, sind wir uns sicher, dass in 20 Jahren immer noch der US-Dollar die Weltwährung ist? Ja, ich denke, da kann sich so richtig keiner sicher sein. Und von daher ist die Frage, ja gut, wer stellt die nächste Weltwährung? Womit bezahlt man später am Ende? Ja, was ist dann am Ende wie wert? Und da kommt die Frage auf, ja, wird vielleicht sogar China die nächste neue Wirtschaftsmacht? Ne? Möglich wäre es auf jeden Fall. Und da ist die Frage, möchte man dann in einem System mitmachen, aus dem man andere Leute ausschließen kann, sobald man nicht spurt, sobald man irgendwie irgendwas anderes macht, was den Leuten nicht gefällt, dann ist es schwierig. Ne? So geht es gerade dem Iran auf anderer Seite natürlich. Ja, der USA gefällt das nicht, was der Iran da macht, und dann haben sie die mal vom SWIFT-System ausgeschlossen. Ja, sowas in der Hinsicht. Und es passiert momentan von der USA, könnte aber in der Zukunft von jedem anderen geschehen. Und bei Bitcoin kann man keinen ausschließen. Das geht nicht. Das ist tatsächlich sehr, sehr, sehr wichtig. So, dann haben wir tatsächlich mittlerweile auch ein ganz positives Beispiel. Beispielsweise El Salvador hat als erstes Land Bitcoin als offizielle Währung gemacht. Ja, klar, El Salvador ist kein Deutschland, ist kein Frankreich, ist ein relativ kleines Land, wo auch noch ein bisschen Armut herrscht und so, und
ist nicht die perfekte Voraussetzung, ist auch jedenfalls nicht das, worauf ich jetzt die ganze Begründung hier, ich sag mal, stützen würde. Aber es ist eben ein Beispiel, dass dann vielleicht doch einzelne Leute erkennen, hey, dass Bitcoin ja irgendwie dann doch schon, ich sag mal, irgendeinen Wert haben muss, so in der Hinsicht. Ne? Dass man sagt, okay, gut, wir tun es sogar als Währung etablieren. Und ja, es ist sehr, sehr wahrscheinlich, dass weitere Folgen, es sind schon viele weitere in der Pipeline, die da drüber überleben und so weiter. Momentan sind es nur kleine Länder, aber ich bin mir sicher, das werden, denke ich, schon mal größere Länder, die nochmal größer drauf setzen. Nebenbei in Deutschland, Amerika sieht es ganz anders aus als zu einem Verbot. Also in Amerika sind gerade dabei, die Banken, ich sag mal, ja, Bitcoins für ihre Kunden zu verwalten. Ne? Da werden gerade die Schranken freigemacht. In Deutschland kann man auch, können auch Stiftungen oder sowas zum gewissen Prozentsatz in Bitcoin bzw. Kryptowährungen gehen. Und das sieht momentan ganz anders als nach einem Verbot aus. Natürlich, sowas könnte immer mal umschwenken. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir auf jeden Fall auch nicht davon sicher sind. Toll, toll formuliert. Ja, ich denke, ihr wisst, was ich meine. Man kann sich nie sicher sein, ja, was die nächste Politik eben will. Aber Gold war auch schon tausendmal verboten. Ne? Letztes Mal, glaube ich, 1930 oder sowas, während der Wirtschaftskrise. Tatsächlich in der Türkei ja gerade auch. Da haben wir, glaube ich, eine Inflation von 20% vom Lira. Und da hat eben die türkische Regierung verboten, dass man in Bitcoins oder in Kryptowährungen geht. Natürlich, weil die Leute versuchen, ihren Wert zu sichern. Ja? Und das ist halt eben Bitcoin teilweise auch einfach ein Wertspeicher. So. Ja, ich hoffe, wir haben das Bitcoin jederzeit verboten Thema erstmal geklärt. Es könnte immer kommen für eine gewisse Zeit. Man kann sich nie sicher sein natürlich. Wobei, ja, wenn du jetzt Milliarden in Bitcoins hast oder in Gold hast, dann bräuchtest du riesige Laster, das von irgendwo in ein anderes Land zu transportieren, wo das noch erlaubt ist. Bei Bitcoins brauchst du halt, wie gesagt, nur diese Info theoretisch. Warte mal, das hier brauchst du. Du könntest dir das auch wirklich komplett merken, ne? Theoretisch. Also ja, das ist in der Hinsicht halt eben ja so eine Sache. So, kommen wir zur weiteren Aufklärung oder zum Bedenken. Bitcoin ist alt und überholt. Füge irgendeine beliebige andere Kryptowährung ein, ist die bessere Kryptowährung. Ja, Bitcoin stimmt, Bitcoin ist alt. Ja, Bitcoin ist 12 Jahre alt, 12,5, ich weiß gar nicht so genau, zwischen 12 und 13. Es ist sehr, sehr alt für eine Kryptowährung. Es ist uralt, ja, ist die älteste Kryptowährung richtig, die es gibt. Auch die erste. Aber ja, die Frage ist, ja, geht das überhaupt noch? Ist das nicht schon komplett überholt? Ne? Vielleicht, keine Ahnung, ja? Früher bei Linux oder sowas hatten wir ja auch, keine Ahnung, irgendwelche Distros, die jetzt heute keiner kennt. Aber genauso haben wir auch so eine Distros ganz am Anfang gehabt wie Debian, die es heute noch gibt und die immer noch klasse sind. Und was hat Debian eigentlich seit 1993, glaube ich, waren sie da, was hat Debian eigentlich seitdem bekommen? Ich glaube, Updates war das Ding und auch bedeutende technische Verbesserungen. Hat Bitcoin tatsächlich auch bekommen, ja? Also andere Kryptowährungen klarkommen mit neuem, heißen Scheiß, sage ich mal, raus und dies und jenes. Aber Bitcoin am Ende ist technisch zu fast allem fähig, zu dem andere Kryptowährungen fähig sind. Und die Frage ist klar, Bitcoin verfolgt nicht immer den neuesten Trend. Also ich glaube, wir sind momentan so auf dem Stand von 2017, was früher quasi 2017 alle Kryptowährungen gesagt haben, boah, Bitcoin kann ja gar nichts, wir sind alle viel, viel besser. Bitcoin hat mittlerweile die ganzen Features auch implementiert, beziehungsweise implementiert die, ich glaube, sogar in diesem November. Ja, klar, Bitcoin ist ein bisschen langsamer, ist tatsächlich ziemlich langsam im Gegensatz zu anderen Kryptowährungen, wenn man es erstmal so sieht. Die Sache ist aber, dass wir natürlich auch Sicherheit da drin wollen und auch nicht immer durch jedes neue Update irgendeinen Bug drin haben wollen, wodurch dann der Wert von Bitcoin fällt oder vielleicht sogar ja, der Super-GAU passiert und irgendwie man sagt, ja gut, Bitcoin ist nichts mehr wert. Ja, tatsächlich, ja. Kann das gut sein, dass Bitcoin nicht immer das Aktuellste unterstützt, allerdings geht Bitcoin auf jeden Fall mit der Zeit mit, entwickelt sich weiter und das ist auf jeden Fall sehr, sehr wichtig und geschieht auch die ganze Zeit. Und ja, Bitcoin ist ebenfalls dezentral, ja, habe ich schon ein paar Mal gesagt, im Gegensatz eigentlich zu den meisten anderen Kryptowährungen, weil hinter den meisten Kryptowährungen irgendeine Person steht oder irgendeine Stiftung oder irgendeine Firma. Und das hat man beispielsweise bei Ethereum gesehen, dass das mal nach hinten losging und dass bei Ethereum, ich sag mal, ja, die Stiftung einfach angegriffen wurde, die Stiftung in Ethereum, und denen wurden Ethereums oder Ethers entwendet. Und dann hat Ethereum aber selber gesagt, also eben die Stiftung, das geht so nicht, wir machen das rückgängig.
Und das war ein Eingriff in diese Datenbank. Bei Bitcoin könnte das keiner machen, weil es erstens dezentral ist. Also gut, ist Ethereum auch, aber es steht erstmal hinter Bitcoin keine Instanz. Kein Messias quasi in der Hinsicht, dem man folgt. Es ist einfach nur die Community. Ein Anonymer hat damals das White Paper geschrieben. Das war Satoshi Nakamoto, was im Deutschen so viel heißt wie Max Mustermann. Ja, gut. Also von daher, bei Ethereum gab es einen riesen Streit und seitdem gab es einen Fork. Ja, mit Fork sind wir ja in der Linux-Welt auch ganz gut bewandert. Jetzt gibt es halt quasi zwei verschiedene Versionen von diesen Ethereums-Datenbanken. Und die einen, die halt diesen Fehler noch drin haben und die andere, die halt, wo die Stiftung gesagt haben, nö, das tun wir jetzt mal umstellen. Das würde bei Bitcoin nicht gehen. Und genau, Bitcoin ist die mit Abstand sicherste Kryptowährung, das stimmt. Dadurch, dass wir eben ein riesiges Netzwerk, das riesigste Netzwerk haben und eben diese Leute hier mit dem Strom für Sicherheit sorgen. Ja? Wenn jeder mit einem Schnipp einen neuen Block hinzufügen könnte, könnte man ziemlich viel Mist damit bauen. Ja? Und irgendwie muss man verifizieren, dass jemand berechtigt ist und in Arbeitsleistung quasi reingesteckt hat, beziehungsweise irgendwas wert ist, einen neuen Block an diese Blockkette anzuhängen. Und das macht Bitcoin mit dem sogenannten Proof of Work System und stellt eben sicher, hey, wenn da jemand einen Block da hinzugefügt hat, das ist nach unserer Auffassung sehr aufwendig, da was Neues zu finden. Genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ja. Genau, und dadurch, dass man eben so mit nur großem Aufwand neue Blöcke hinzufügen kann, ja, kann man das Netzwerk schwierig angreifen. Also es gibt verschiedene Angriffsszenarien, die sind aber alle sehr reell unwahrscheinlich. Also ist bis jetzt noch nicht vorgekommen. Ich gehe auch nicht davon aus, dass es jemals so in der Hinsicht vorkommt. Genau. Ja, machen wir mal weiter. Ich glaube, die Zeit drängt ein bisschen, von daher schaue ich mal, dass ich mal ein bisschen Gas gebe. Bitcoin verbraucht viel Energie. Andere Kryptowährungen sind da viel besser. Ja, man hört ja, wer da so ein bisschen aktiv ist, ja, Bitcoin, braucht ewig viel Energie und so viel Prozent des Klimawandels gehen auf Bitcoin und dies und jenes. Ja, der Energieverbrauch ist leider nötig. Ja, wie ich schon eben gesagt habe, dadurch wird Sicherheit des Bitcoins garantiert. Ja. Am Ende könnte nur derjenige das Bitcoin-Netzwerk übernehmen, der langfristig, wichtig, Betonung liegt auf langfristig, 51% der kompletten Rechenleistung des Netzwerkes hat. Das wäre ein reeller Angriffsmöglich oder eine Angriffsmöglichkeit. Ja, jetzt schaut mal auf die Chip-Krise und schaut auf den momentanen Energieverbrauch des Bitcoins-Netzwerks. Das muss man dann auch wirklich wollen. Ja? So viel Energie, wie man da reinsteckt, ja, um das dann so potenziell anzugreifen, um dass man halt eben quasi seine eigenen Blöcke, ich sag mal, ja, produzieren kann und wirklich alles absahnen kann, quasi von 51%. Das ist sehr unwahrscheinlich, ne? Dass das irgendjemand so mal erreicht, eine zentrale Instanz. Ja, und das ist schwierig. Ja, und das ist eben dieses Proof of Work System, das macht es halt eben quasi unmöglich. Ja, insgesamt, ja, es ist höchst unrentabel und kostet so viel, dass was man dann daraus rausbekommt durch den Angriff wahrscheinlich bedeutend gering dann erscheint. Also am Ende macht es vor allem keinen Sinn, da gegen das Netzwerk zu arbeiten. Es macht viel mehr Sinn, mit dem Netzwerk zu arbeiten, weil dann ja, bekommt man halt eben davon die sogenannten ja, Transaktionskosten oder halt eben momentan noch diesen Block Reward. Dieser Block Reward wird tatsächlich auch immer weniger, weil eben Bitcoin deflationär angelegt ist. Irgendwann werden wir eine bestimmte Menge von 21 Millionen Bitcoins ungefähr haben und danach wird es nie wieder neue Bitcoins ja, geben. Von daher, ja, und das wird eben durch diesen Block Reward gesteuert. Und das ist fest verankert, dass es im Jahr 1000, nee, 2140 oder sowas, kann man so ein bisschen ausrechnen, nach so und so vielen Blöcken sagt man, hey, ja, der Block Reward fällt quasi auf null. Auch wenn jetzt Miner irgendwelche neuen Blöcke hinhängen, können sie sich keine neuen Bitcoins mehr zuweisen. Dann ab 2140 werden die wird die Blockchain nur durch Transaktionskosten betrieben.
Ja, vielleicht nochmal so ein bisschen als Ausblick. Das wird kein Schalter sein, wo man sagt, okay, ab jetzt geht das Ganze. Jetzt schon, also ich glaube, am Anfang der Bitcoin-Zeit hat man 50 Bitcoins pro neuen Block bekommen. Mittlerweile bekommt man nur noch 6,25, glaube ich. Und in weiteren 4 Jahren werden es noch 3,25 und so halbiert sich das halt immer die ganze Zeit, sodass wir schon 2040 ungefähr eigentlich eine geringe Menge dieses Block Rewards haben und die Transaktionskosten das Ding schon weitgehend tragen. So, andere Kryptowährungen bringen durch Proof of Stake große Sicherheitseinbußen mit sich. Proof of Stake ist das andere große System, da entscheidet man nicht, wer die meiste Rechenleistung im Netzwerk hat, sondern wer die meisten Coins in diesem Netzwerk besitzt oder wer halt eben einen gewissen Anteil von Coins in diesem Netzwerk besitzt, der kann da quasi auch, ich sag mal, nicht mitbestimmen, aber das verwalten ganz einfach. Und ja, das macht man bei Ethereum, wird man das jetzt nun auf Anzahl der Coins machen. Nur die Sache ist, du kannst viel, viel einfacher als zentrale Instanz 51% der aller verfügbaren Coins in einem Netzwerk kontrollieren oder ansammeln durch Steuern und so weiter. Und damit haben wir eben eine relativ große Sicherheitslücke. Das wird schwierig, langfristig gesehen. Von daher hat Proof of Stake, dieses, wo man eben keine große Rechenleistung reinstecken muss, um dieses Netzwerk zu sichern, einen ganz, ganz großen Nachteil. Ja, natürlich ist es viel energieeffizienter, aber man hat halt eben große Sicherheitseinbußen. So, hier sehen wir auch nochmal, was Bitcoin momentan verbraucht. Wir haben momentan das Banking-System. Gold und ein Goldschürfprozess und alles mögliche mit Gold und eben einmal Bitcoin. Natürlich im Gegensatz, was das Banksystem, ich sag mal, verwaltet und Bitcoin quasi an Geld verwaltet am Ende von Marktkapitalisierung ist noch nicht vergleichbar natürlich. Bitcoin wird auch sicher mal mehr als das Bankensystem benötigen an Energie, aber ja, in der Hinsicht brauchen wir so ein bisschen. Brauchen wir einfach einen Sicherheitsfaktor. Und tatsächlich, Bitcoin wird immer grüner. Bitcoin wurde in den letzten Jahren immer als, ich sag mal, beispielsweise jetzt China hat ja auch verboten, dass Bitcoin-Miner die letzte Zeit überhaupt noch in ihrem Land minen dürfen. Tatsächlich war davor die Hochburg der Bitcoin-Miner eben China, weil da der Strom so günstig war. Jetzt mussten alle Miner weg und die haben sich jetzt besser verteilt denn je auf die Welt und sind häufig in irgendwo, wo der Strom günstig ist, also wo er wenig benötigt wird, wie beispielsweise direkt an einem Wasserkraftwerk. In Island sind sehr, sehr viele Bitcoin-Farmen, halt dort, wo es günstig ist. Natürlich auch, wenn das Öl sehr, sehr günstig ist. Oder ne, der Strom insgesamt sehr günstig ist, dann kann da Bitcoin natürlich auch noch CO2, ich sag mal, in die Luft blasen, wenn man so will. Aber tatsächlich geht der Trend ganz, ganz klar in Richtung grüne Bitcoins, beziehungsweise ein grünes Netzwerk, grüner Strom, mit dem die Miner betrieben werden, weil halt eben, ja, man braucht keine große Infrastruktur, man braucht nur ein bisschen Internet und halt eben so ein Wasserkraftwerk neben sich und dann hat man kostenlos Strom, so ein bisschen in der Hinsicht, ne, und kann da eben Bitcoins schürfen. So, kommen wir zu den Chancen von Bitcoin. Ja, jetzt muss ich mich echt beeilen. Also, insgesamt, Bitcoin ist weltweit verfügbar. Ja, beispielsweise auch durch Starlink, was jetzt der Elon Musk da in den Himmel schießen will, werden vor allem Schwellenländer auch, die vielleicht wenig Internet haben oder schlechte Internetverbindungen und so weiter, haben somit auch Zugang zu einem Geldsystem, weil ich glaube, ein Drittel aller Menschen auf der Erde haben keinen Zugang zu unserem jetzigen Geldsystem. Und das würde Bitcoin so mal schnell fixen, weil du musst nicht groß irgendwie was bezahlen oder sowas in Bitcoin mit dabei zu sein, sondern du kannst Bitcoin einfach haben. Beziehungsweise einfach mitmachen. Ja? Genau, ist es dezentral. Wir bestimmen alle die Regeln und achten darauf, dass sie eingehalten werden. Das sind diese kleinen Computer. Es kostet nicht viel Geld, dass man, ich sag mal, sowas betreibt und kann sich da auch sicher gehen, dass das auch wirklich nicht nur große Firmen machen. Wir haben einen Inflationsschutz. Bitcoin hat sogar deflationären Charakter, was ich ja vorhin geteasert habe. Ja, wenn wir jetzt beispielsweise den Euro oder den US-Dollar sehen, da hat man mit einem Schnipp quasi ja, die Hälfte aller, nee, ein Viertel aller existierenden US-Dollar im letzten Jahr geschaffen wegen der Corona-Krise. Also man hat Geld gedruckt ohne Ende. Das geht bei Bitcoin nicht. Ja, momentan würde ich auch sogar sagen, haben wir hohe Kursgewinnchancen. In den nächsten Monaten, Jahren erwarte ich persönlich auch sechsstellige Kurse. Das ist natürlich jetzt erstmal nur eine Voraussage. Aber wenn man sieht, je mehr Leute Bitcoin verstehen, je mehr Firmen Bitcoin verstehen, vielleicht auch wenn Staaten Bitcoin verstehen, dann ist der Preis von 21 oder von einem Bitcoin momentan eigentlich lächerlich, wenn man bedenkt,
dass wir 42 Millionen Millionäre auf der Welt haben und jeweils nur ein oder insgesamt nur 21 Millionen Bitcoin am Ende. Ja. So, ist es fälschungssicher, ist es zensurfrei und tatsächlich, klar, die Transaktionskosten kosten momentan sehr, sehr, sehr viel im Verhältnis dazu. Wenn man sich einen Kaffee kaufen will, muss man, glaube ich, 1 oder 2 oder $3 sogar nur an Transaktionskosten zahlen. Mal waren es auch $10, also eben halt umgerechnet. Es gibt eine neue Schicht von Bitcoin, wo man dann sekundenschnell Zahlungen mit Transaktionskosten im einstelligen Centbereich ermöglicht, sogar vielleicht auch 0,01 Cent oder sowas. Der Energie Verbrauch ist dadurch steigt nur sehr, sehr geringfügig. Ja, das ist das Schöne, dass man quasi so einen zweiten Layer hat, wo man ganz schnell Bitcoins hin und her schicken kann. Aber wenn man sie lagern will, wenn man sie sicher lagern will, dann tut man das auf das langsame Netzwerk, wo es halt auch eben sehr, sehr sicher ist. Aber das ist vielleicht ein bisschen viel erstmal. Wichtig ist, die Transaktionskosten werden uns in der Zukunft nicht ausfressen. Es gibt verschiedene Dienste, es gibt verschiedene, ne, freie Protokolle auch, womit man dann Bitcoins innerhalb Sekunden dann rumschicken kann. Und das wirklich Sekunden tatsächlich. Also nicht 10 oder 60 Minuten. Ja, wie Bitcoin handhaben, jetzt müssen wir aber ganz, ganz, ganz schnell machen. Wichtig ist, ich würde euch keine dubiosen Bitcoin-Börsen empfehlen. Was ich momentan nutze, ist selber bitcoin.de und Nuri, die hießen früher Bitwala. Ich habe sogar einen Freundescode mal bei Nuri hinzugefügt. Gibt jeweils 30 Euro für dich und für mich. Ja, würde mich freuen, wenn du den vielleicht nutzt, wenn du jetzt vielleicht wenigstens mal ein bisschen was kaufst. Einfach mal 50 Euro, bisschen ausprobierst. Ja, dabei sein ist alles manchmal so in der Hinsicht. Und ich kann es nur empfehlen, einfach mal auszuprobieren, euch da einzulesen. Kann man in einer Stunde nicht alles abklären und ihr werdet sicher noch nicht alles verstanden haben. Aber ich kann euch nur empfehlen, euch damit groß zu beschäftigen. Man wird das nicht an einem Abend verstehen. Man braucht dafür eine Woche, vielleicht einen Monat oder sowas, bis man das wirklich durchblickt. Genau, beide Unternehmen sind ansässig in Deutschland hier bei den Bitcoin-Börsen. Also go for it. So, dann ja, nochmal ein Bild von Bitcoin.de. Zack, Aufbewahrung, entweder auf der Börse, dafür müsst ihr aber der Börse vertrauen. Ich persönlich habe aber, wie viele andere Bitcoiner, ihre eigene Bitcoin-Wallet mit einem eigenen privaten Schlüssel. Die Frage ist, ja, wie handhabt man das jetzt am besten? Ich empfehle beispielsweise Bitbox 2. Das ist einmal das, das ist ein kleines Gerät, was natürlich auch Open Source ist und so weiter. Nebenbei, Bitcoin ist sowieso Open Source und freie Software, alles cool. Aber ja, das ist quasi ein spezielles Gerät, was ja, eure Bitcoins verwaltet und auch ziemlich sicher ist und eigentlich auch nicht klaubar ist in der Hinsicht, außer jemand klaut die Hardware-Wallet und dann eure PIN, die ihr da eingibt und alles Mögliche. Und krisensicher bzw. apokalypsensicher kann man das auch noch machen, beispielsweise mit einer Steel-Wallet. Genau, kann man dann halt eben seine 24 Wörter einstanzen, woraus man dann quasi einen privaten Schlüssel erstellen kann. Und ich muss richtig Gas geben. Kommen wir zum Ausblick. Ein bisschen Literatur kann ich euch sehr empfehlen. Der Bitcoin-Standard einmal. Als Buch oder Bitcoin verstehen, ja, kann ich euch nur empfehlen. Einmal von Jonas Hofmeister und einmal von, boah, ich weiß gar nicht, wie der heißt. Das ist auf jeden Fall eigentlich, der Bitcoin-Standard ist auf jeden Fall übersetzt aus dem Englischen. Aber ja, wer da sich reinlesen will, ich kann nur empfehlen, es lohnt sich. Und wir stehen momentan auf 53.000. Ich bin mir sicher, ja, alleine durch die Inflation wird man ja, sein Geld in der Hinsicht dafür halten, beziehungsweise wird der Bitcoin-Kurs in weniger Zeit auch auf meiner Ansicht nach sechsstellige Kurse kommen. Ansonsten, was auch noch cool ist, ist blocktrainer.de. Da gibt es ganz, 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 ganz viel zu Bitcoin und Co. Und auch alles auf Deutsch und die sind da eigentlich auch ganz cool drauf. Ansonsten bitcoin.org, Bitcoin-PDF könnt ihr mal runterladen. Das ist das White Paper, was man 2008 damals veröffentlicht hat. Eigentlich auch sehr, sehr cool. Ansonsten ein Ausblick. Ja, Bitcoin ist wirklich eine große Chance für uns alle, mit dem Potenzial, unser Geldsystem zu revolutionieren. Momentan machen das ein paar Zentralbanken, die einfach mit einem Klick sagen, ey, wir machen euer Geld jetzt wertloser, indem wir viel, 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 viel Geld drucken. Ist am Ende leider so. Und es ist schwierig, ne? Man bekommt keine Zinsen mehr und so weiter, alles Mögliche. Ja, wo tut man sein Geld rein? Bitte nicht zu 100% in Bitcoin, aber vielleicht einfach mal anschauen. Wirklich nur in das investieren, woran man auch glaubt, was man ein bisschen versteht. Und ganz, ganz wichtig, nochmal sehr, sehr wichtig, das Thema ist sehr, sehr komplex. Und es existieren viele, viele falsche Behauptungen in etablierten Medien. Also ich glaube, die meisten etablierten Medien, die wir so haben, FAZ, Tagesschau, ARD, und, also, ja, die ganzen
Nachrichtensender verstehen leider alle nicht Bitcoin und die meisten nicht. Also es sind so viele Falschmeldungen über Bitcoin unterwegs, weil es einfach Leute manchmal nicht verstehen. Es ist zugegeben ein komplexes Thema, man sollte sich da aber auch wirklich mal reinarbeiten. Es lohnt sich wirklich und lasst euch davon nicht beeinflussen. Ja, Bitcoin hat man schon vor 10 Jahren oder vor 5 oder 6 Jahren totgesagt. Wir sind quasi, letztens waren wir wieder auf dem All-Time-High und wir werden immer noch weiter hochgehen. Je nachdem, je mehr Leute eben Bitcoin verstehen. Ja. So, ja, das Bitcoin-Netzwerk läuft seit Beginn wie ein Uhrwerk ohne Zwischenfälle. Ja, auch wenn man von Scams und Hacks und so weiter mitbekommt, das Bitcoin-Netzwerk ist selber momentan nach jetzigem Stand sicher. Und ja, kann man eigentlich auch ganz gut trauen, wenn man sieht, wenn manche Firmen da wie Tesla oder MicroStrategy da mit Milliarden US-Dollar reingegangen sind, BlackRock auch, Visa, Mastercard, also auch wirklich große, große Unternehmen. Ja, aber man muss es wirklich verstehen. Ja, genau, das wäre es gewesen. Hier noch am Ende ein schönes Bild, ja, wie schwierig das ist, seine Bitcoins einfach nur zu halten und nicht zu verkaufen. Da sieht man quasi den Weg zu einer Million Dollar von Bitcoin. Momentan sind wir auf 60.000 Dollar. Da ist noch ein bisschen was. Schaut einfach mal, wie das aussieht. Nehmt euch vielleicht ein Beispiel dran. Ist hart teilweise, aber kann euch nur empfehlen, euch damit zu beschäftigen. Das wäre es gewesen. Vielen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Und wir sehen uns irgendwo anders wieder bei den Tux-Tagen. Macht's gut.